Ja, wir wollen das Spinnennest wirklich betreten. Auch wenn wahrscheinlich kein Respawn drin ist. Aber halt einmal durchhuschen und gucken, ob da irgendwo noch ein Geheimnis ist. Wobei, selbst wenn da ein Geheimnis ist, wird es nicht so toll sein. Also ich denke mal, es wird eine Schatzkiste sein mit irgendwelchen Sachen, die 100, 200 Gold wert sind. Aber man weiß ja nie, ne? Also Zauber. Flüsternde Schatten. Ja, nimm mal Nahkampfangriff weg von Talana, das brauchst du nicht so häufig. Also wir haben jetzt vier... Gerugon, das ist ja alles tot. Das waren nur kleine Spinnen, die machen nichts. Also irgendwo ist hier noch ein Geheimnis. Nacht, ja. Noch eine Sache, die hier ganz praktisch wäre, wenn in einem geheimen Raum Gegner wären. Denn dann würde sich die Quest-Journal-Geschichte da aktualisieren. Oh, klapper, klapper, klapper. Gucken wir erstmal nach da oben. Darum, darum, darum. So, flüsternde Schatten sind gleich schon weg. Neu. Gehen wir links rum. Also ideal wäre ein kleiner Bereich. Müssen nur 6-7 Felder sein. Wo eine Kiste drin ist und eine Spinne. Ein Fass wäre auch super. Permanente Stats sind immer geil. Vor allem kann sie das Spiel doch richtig auszahlen. So, also darum war nichts. Na ja, schon wieder alle. Sollten unbedingt mehr Punkte in Primärmagie stecken. Hier? Eine Piratenhöhle? Nö. Gleich sind wir rum. Hier irgendwo? Hier ist ein Fass, das haben wir aber schon. Neue Schatten. Was? Tarik hat was gesagt. Aha. Gilgon. Und Feinde, sehr schön. Genau, genau so habe ich mir das vorgestellt. Töten, 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 töten. Da wird keine Mana verschwendet. Zack, tot. Kein Tagebucheintrag. Oh, hier ist sogar noch mehr. Was bist denn du? Herausgerissene Seite aus einem Tagebuch. Es wird hier immer mehr hier. Ach, das ist gar nicht alles für eine Quest. Das sind alles verschiedene Questgegenstände. Ich dachte schon. Was hat denn jetzt die Asche unseres Meisters mit dem doofen Tee zu tun? Also da. Herausgerissene Seite aus einem Tagebuch. Nicht leicht in dieser abgelegenen Gegend ganz neu anzufinden. Zum Glück stammen die Bewohner hier aus ganz Talan und sind daher nicht so bigott wie in unseren Teilen des Imperiums. Und da auch nicht überrascht, einen Zauberer bei sich zu sehen. Vielleicht finde ich hier die Abgeschiedenheit, die ich für meine Forschung brauche. 17. Tag der Sonnenblüte. Das Schiff mit den Kisten wird mit der Abendflut eintreffen. Endlich werde ich wieder mit meinen Kleinen vereint sein. Was? Achso, Spinnen wahrscheinlich, ja? Es hat mir fast das Herz gebrochen, als ich Al-Battle verlassen hatte und sie zurücklassen musste. Zum Glück habe ich noch ein paar Freunde im Kult. Ich hoffe, sie haben nicht vergessen, sie für die Reise ausreichend zu füttern. Also durch diesen Secret hier sind wir jetzt auf das Geheimnis der Spinnenhöhle gekommen. Der Magier wollte seine Haustiere wieder haben und das ist dann etwas außer Kontrolle geraten. Oh, ein bisschen mehr als 200 Goldmünzen. Sehr gut. Also wir sind darum, darum, darum. Ich glaube, hier oben haben wir uns noch nicht umgeguckt, kann das sein? Ja, ich glaube schon. Gucken wir mal kurz nochmal dahin. Flüsternde Schatten können ruhig ausbleiben. Wir müssen erstmal dahin laufen. Zack, 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 zack.
So, darum. Ab hier, warte mal. Du, flüsternde Schatten. Und wir müssen eigentlich gar nicht selber gucken. Das machen unsere Helden für uns. Tirik hat nämlich gerade sich geräuspert gehabt, dass da irgendwas wäre. Ne, hier ist nichts mehr. Okay, also zurück zu dem Secret Ort, weil da war ein Ausgang. Daumen. Hier rum. Ja, hier ist richtig. Also entweder ein Ausgang nach oben oder, was richtig cool wäre, ein Ausgang in die zweite Etage. So eine Art Bonuslevel, aber es geht nach oben. Ja, so habe ich gerade mehr. Schade. Aber ja, so Bonuslevel wäre echt schick. Dass man so einen ganz normalen Dungeon hat und wenn man dann den Zauber hat zum Geheimnisse entdecken, kommt in den Bereich, der eigentlich zu schwer ist für das momentane. Ach, hier. Für das momentane Level. So, also dich können wir rausnehmen. Löschen. Das heißt, von hier könnten wir jetzt jederzeit zurück ins Spinnennest, aber okay. Raus. Du bist schon getrunken. Also, dich haben wir. Wir könnten in der Stadt nach Geheimnissen suchen. Aber momentan habe ich nicht wirklich Lust, die ganze Stadt einmal abzuklappern. Das kann weg, das kann weg, das kann weg. Wir haben noch keinen Schildexperte, ne? Großer Schild. Da. Nee. Gut, also dann jetzt zum Leuchtturm. Da nochmal ganz durchstiefeln. Dann die Banditen und die Krypta mit dem Rätsel, die eine. Sonst hatten wir, glaube ich, nichts. Also es gab noch zwei kleinere Krypten, aber da ist halt der Drache drin und der Zyklop und das muss ja nicht unbedingt sein. Port Mehren. Ja, deswegen haben wir das Ganze hier angefangen. Da müssten wir als nächstes hin. Also vier Orte insgesamt. Spinnendings, Leuchtturm, Diebe, die Rätselhütte sind 4 und Port Mehren 5. Oh, gut was zu tun. Sehr schön. Yep, alles full of Brigands. Wir haben sie alle getötet, Talana. Du hast sie alle getötet. Also hör auf zu murren. So, Buff brauchen wir eigentlich auch gar nicht. Die sind nämlich auch alle schon weg hier. Warte mal, wir machen flüchtende Schatten jetzt schon an. Ich bin nämlich irgendwie bisher davon ausgegangen, dass die Geheimnisse nur in einem Dungeon... Ja, ist okay, Jungs. Ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass das Geheimnisse entdecken nur in einem Dungeon drin was bringt. Aber wer sagt das denn? So, raus. Es kann ja auch gut sein, dass irgendwo hinter dem Busch irgendein Geheimnis ist oder so. Das heißt, eigentlich müsste der Zauber durchgehend laufen. Weswegen wir wirklich unbedingt mehr Punkte in Primärmagie brauchen und einen Expertenrang. Aber ja, jetzt erstmal Secret suchen. Elves too were part of the Shantiri Empire once. But even we have no memories of how it ended. Das ist sehr komisch. Also sie hat gerade gesagt, dass selbst die Elfen Teil des Shantiri Empires waren. Aber selbst die Elfen wissen nicht, wie das Imperium geendet hat. Also was mit dem passiert ist. Und Tirik hatte halt beim letzten Besuch gesagt, dass selbst die alten Sagen der Zwerge nicht besagen können, was passiert ist. Also, sehr komisch. Hier könnten wir uns hochporten, das will ich nicht. Ich will schön alle Wände einmal abgehen und gucken, ob sich Tirik räuspert. Da hinten war die Zelle von dem Themen. Was? Achso, ja, hier war ein Secret, das hatten wir aber so schon gefunden. Das muss echt weg, dass die anfangen rumzumeckern bei einem Secret, das wir schon aufgedeckt haben. Achso, du brauchst neue, das da. So, hoch, nächste Etage. Insgesamt gab es 3 oder 4, wobei die nicht so groß waren. Und wirklich viel Platz zum Verstecken ist hier ja auch nicht, ne? Ich meine, es ist ja ein Leuchtturm.
Obwohl, hier könnte so ein kleiner Einbruch ein Feld tief sein mit einer Truhe drin. So ist in der Richtung. Sup. Oh, Gegner. Was? Geh weg. 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 Wieso sind hier Gegner? Also schön, gerade wenn sie Mana-Tränke droppen, aber... Das ist komisch. So, nix. Was ist das da Rotes im Berg? Oh, ich liebe diese Ansicht. Vor allem sieht es inzwischen auch richtig gut aus. Vorher war die ja so wischiwaschi. Aber jetzt kann man richtig sehen, wo was ist. Da hinten ist Port Mehren. Da ist Dorpigala Meer. Da hinten wird irgendwo die... wird Sea Haven sein. Und da irgendwelche Dungeons. Genau, der Strand hier, den kenne ich noch gar nicht. Aber da kommen wir noch gar nicht hin. Also der Wald hier vor uns ist der Wald, wo die Diebe drin sind. Na gut. Du bist noch an. Hier rum, hier rum, hier rum. Dich haben wir schon. Hier ist nichts. So, wieder hoch. Dann kommt jetzt die letzte Etage und danach kommen wir aufs Dach. Und im Dach wird kein Geheimnis sein, denke ich. Oh. Da hat jemand gemeckert. Hier. Gilbert hat es geschafft. Kiste. Zwei Lehrlingskristallkugeln. Sehr schön. Der Symmetrie halber hier auch noch? Nein? Okay. Du aktualisierst den Zauber. Hier ist nix. Einmal rum. Alle müde. Nee. Ich dachte, da wäre schon wieder was gewesen. Aber ja, wir schlafen gleich, keine Sorge. So, runter wollen wir nicht, wir wollen hoch. Also nochmal im Kreis rum und da hoch. Schwupp. Und jetzt sind wir ganz oben drauf. Und Mamushi wird nicht da sein, richtig. Das wäre dann doch ein wenig zu kurios. Malassa herrscht im Schatten und Elras herrscht im Himmel. Bevor das Licht erstrahlen kann, muss den Drachen Respekt erwiesen werden. Im Norden herrscht Arkas über die Feuerberge. Im Westen schützt Sulana die See. Im Süden liegt Chalassas Meer und im Osten hebt sich Ylas Winde. Ein Tag dämmert über brennenden Wäldern. Gegen Mittag tobt ein Sturm über dem Meer. Gegen Abend verbreiten die stürmischen Winde das Feuer. Unter Sternen soll Wasser die Erde nähren. Nur wenn der richtige Weg beschritten wird, soll Elras Licht uns allen leuchten. Ah, das sind die Segen. Zurück, zurück. Wir hatten Chalassas Segen. Die brauchten wir öfters an mehreren Stellen, um über Wasser rüberzukommen. Also im Süden liegt Chalassas Meer. Meer. Gegen Mittag tut ein Sturm über dem Meer. Gibt es einen Tag des Sturmes oder so? Haben wir einen Kalender? Nee. Wissen. Schöpfungsmythen? Nein. Können wir das uns irgendwo notieren oder wird das irgendwo notiert? Geheimnis der Obelisken, nein. Verschollene Lämmer, nein. Owens Asche, Bestiarium. Hauptaufträge, Nebenaufträge. Laufende Aufträge, Questgegenstände. Das müssen wir uns also merken. Das können die noch nicht von uns verlangen. Müssen wir nachdenken oder aufschreiben. Das ist genau das Richtige. Also. Okay, schreibt mir jetzt auf. Norden Arkas.